Der Vorgang heißt Fettabsaugen, was sich in der plastischen Chirurgie ziemlich uncharmant anhört, wenn man sich seiner Problemzonen entledigen will, ist in der Nutzfahrzeugbranche ein ganz normaler Arbeitsauftrag. Gerade in der Gastronomie fallen täglich Tonnen von altem Fett an, das entsorgt werden muss. Und dafür braucht man ein Spezialfahrzeug. Wie das funktioniert und was mit den zugegeben etwas unappetitlichen Resten am Ende geschieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Morgens 5:45 auf dem Gelände der Firma Biotech in Kerpen rollen bereits die ersten Lkw vom Hof. 20 Spezialfahrzeuge schwärmen hier täglich aus, um Lebensmittelabfälle aus einem Umkreis von knapp 200 Kilometern zu entsorgen. Gesteuert werden die Abläufe von Christian Peterges. Am Ende des Tages laufen die Touren in der Betriebshalle zusammen. Wir entsorgen verpackte Lebensmittel, unverpackte Lebensmittel. Wir holen die Verpackungsreste, die Verpackungen, Störstoffe aus der Organik raus. Die Organik geht komplett Richtung Biogasanlage. Dort wird Strom mit Gas erzeugt. Für den Transport von Küchenabfällen und verpackten Lebensmitteln und für Altfett gibt es zwei unterschiedliche Fahrzeugtypen. Wir haben einerseits die Kofferfahrzeuge bzw. Sattelfahrzeuge für den Austausch der Behälter. Andererseits die Saugfahrzeuge für die Entsorgung der Fettabscheider und Kanalsysteme. Und eines dieser Saugfahrzeuge wird gerade startklar gemacht. Fahrer ist der 59-jährige Jochen Kelch. Auf dem Beifahrersitz nimmt sein 11 Jahre jüngerer Kollege Siegfried Fischer Platz. Ihre Tour führt sie heute zu 4 Fettabscheidern im nahegelegenen Köln. Erster Kunde ist eine Gaststätte direkt am Kölner Dom. Ja, wir brauchen jetzt hier ein Adapterstück. Das heißt also, um hier absaugen zu können, haben wir hier einen Anschluss, wie es bei der Feuerwehrschläuchen der Fall ist, beziehungsweise auch beim Zement. Das kommt, wird draufgeschraubt und hier können wir unseren Schlauch dran setzen, damit es direkt passt. Der zum Adapter passende Anschluss befindet sich im Erdgeschoss. Der Fettabscheider selbst eine Etage tiefer. Wir sind hier in dem Fettabscheiderraum. Dies ist der Fettabscheider. Der hat ein Fassungsvermögen von insgesamt ca. 3 Kubik. Das heißt, 1 Kubik Schlammfang und 1 Kubik Fettfang. Um den zu reinigen jetzt, schalten wir hier eine Hochdruckpumpe ein. Die zerkleinert erstmal das Fett, was oben drauf schwimmt. Dann wird abgesaugt und gleichzeitig spült der Fettabscheider von innen automatisch weiter. Die Pumpe läuft. Jetzt müssen die beiden Männer noch die 15 Meter zwischen Saugwagen und Anschlussstelle überbrücken. Ich muss jetzt noch eine Schlauchlänge dazu nehmen. Mir fehlen ungefähr noch 5 Meter bis zu dem Anschluss. Und genau der bereitet Siegfried Fischer im Moment erhebliche Probleme. Der Wasserhahn, der steht etwas sehr eng hier am Anschluss, weil wir das Adapterstück benutzen mussten. Und dadurch bekam man die Schelle nicht genau drauf. Man sieht es hier, ist noch nicht ganz drauf. Und es muss dicht sein, es hilft da alles nichts. Sonst haben wir das Ganze, dass es rausläuft. So. Der Tank besteht aus einer Schlamm- und einer Wasserkammer. Nach dem Einschalten der Vakuumpumpe wird das Altfett über den Schlauch in die Schlammkammer gesaugt. Dort passen 13.500 Liter hinein. Die Vakuumpumpe erzeugt dabei einen Unterdruck von bis zu 0,6 Bar. 3000 Liter können so pro Stunde abgepumpt werden. Dank der sogenannten Rutschkupplung kann der Unterdruck beim späteren Entleeren in Überdruck umgewandelt werden. Ich schalte die Vakuumpumpe aus, mache den Schieber zu und hier haben wir eine Anzeige. Da sind diese 3 Kubik drin, die in dem Fettabscheider auch waren. Die sind jetzt hier im Auto. Und mit der fettigen Fracht im Tank wird die Tour fortgesetzt. Der Saugwagen mit dem zulässigen Gesamtgewicht von 26 Tonnen verfügt über 410 PS und 1850 Newtonmeter Drehmoment. Eine halbe Stunde später sind Jochen Kelch und Siegfried Fischer bereits beim nächsten Kunden. Der Fettabscheider einer Kantine muss geleert werden. Ja, wir haben den Fall, dass der Fettabschneider diesmal außen liegt, und zwar hier unten an der Böschung. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem Schlauch nach unten. Wir werden jetzt eine Verlängerung brauchen. Die werden wir direkt hier oben wieder anschließen und ziehen uns dann die Sache nach unten. Wir werden dann den Deckel öffnen und dann
kann es losgehen. Anders als beim geschlossenen System der Gaststätte ist an diesem Einsatzort mit Geruchsbelästigung zu rechnen. Entleert wird deshalb eine gute Stunde vor dem Mittagessen, damit den Gästen nicht der Appetit vergeht. Man sieht, das Fett ist oben. Jetzt lassen wir den Schlauch hinab, um es dann abzusaugen. Ja, das heißt, wir werden ihn komplett leer machen und mit der Wasserspritze auch direkt säubern, ausspritzen, so gut wie es geht, damit wir den dann sauber haben, damit der Kunde auch zufrieden ist und es wieder weiterlaufen kann. Und fertig! Der Hebel wird auf Saugbetrieb umgestellt und schon geht's los. Die auf dem Wasser schwimmende Fettschicht muss mindestens einmal im Monat oder bei einer maximalen Dicke von 16 cm entsorgt werden. Während in der Kantinenküche fleißig das Geschirr gereinigt wird, kümmert sich draußen das Fachpersonal darum, die letzten Spuren des Altfetts zu entsorgen. Da haben wir rund 1000 Liter Wasserbehälter, der ist vorne mit in der Trommel. Das ist unser Vorrat, den wir immer, wenn wir entleeren gehen, auch beiladen, somit, dass wir das Spülwasser haben. Und mit dem Spülwasser gehen wir jetzt hin, da es am Boden sehr dick ist, ja, die Schicht, um die ein bisschen aufzulockern, weich zu machen, damit er besser absaugt. Und wenn abgesaugt ist, auch gleichzeitig spült, dass der Fettabsauger dann auch sauber ist, richtig sauber wieder. Nach zwei weiteren Einsätzen und mit einer vollen Schlammkammer geht es am späten Nachmittag nach Zülpich. Hier kommt das Altfett in die Biogasanlage. Unter den Augen von Guido Bongart, dem Leiter der Anlage, wird der Tankinhalt nun ins Annahmebecken gepumpt. Während die ersten Liter schon fließen, entnimmt Guido Bongartz eine Probe. Für die Biogaserzeugung ist vor allem die Zusammensetzung der Flüssigkeit entscheidend. Hier machen wir die erste sensorische Prüfung. Hier gucke ich mir die Konsistenz an des Materials. Und sollte der Fettanteil nicht hoch genug sein, würde ich die Annahme verweigern und den LKW wieder zurückschicken. Danach schaut er noch ins Annahmebecken. Ein Blick ins Innere verrät dem Experten schnell, dass alles in Ordnung ist und dem Laien, dass in dieser Branche ein sensibler Geruchssinn eher hinderlich ist. Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre das mit Sicherheit, dass man, wenn man mit dem Saugwagen unterwegs ist, dass es etwas geruchneutraler geht für die Mitmenschen im Sommer und für einen selber auch. Da ist es manchmal nicht ganz angenehm. Ein frommer Wunsch, der wohl kaum in Erfüllung gehen wird. Doch ihren Job als Altfettentsorger würden sie deshalb niemals aufgeben.